So, jetzt geht's bei dem Kroatien-Trip jetzt das erste Mal zu einer sportlichen Aktivität, auf die ich mich schon ewig gefreut habe. Hier, Tennistasche. Ich kann euch gar nicht in Worte fassen, wie ich mich freue. Ich glaube, das ist jetzt die erste Tennisstunde, die ich jetzt gleich hier angehe seit, weiß ich nicht, wann das letzte Mal, September, Oktober. Ah, ich freue mich schon extrem. So, gleich geht's los. Da vorne ist ja das Tenniscenter. Das ist ja übrigens das Melia Coral. Da waren wir schon das eine oder andere Mal, wo wir auf Tenniscamp hier waren. Hier unten das Meer gleich. Wunderschön. Ah, herrlich. Sonne. Nicht zu heiß. Perfektes Wetter. Und ja, ich bin gespannt, wie es mir geht. Nach so langer Zeit. Aber mein Freund, der Sanjin, der Tennistrainer, der uns jetzt, glaube ich, die letzten paar Jahre hier immer begleitet hat, der hat gesagt, er macht das schon. Also ich bin schon sehr gespannt und schauen wir gleich, was am Tennisplatz los ist. So, da, nur noch ein paar Schritte sind es hier in Umag. Oh! Napokon, evo ga. Jesam, šta je ti, šepaš nešto? Ja sam cijeli zaoperiran. Ja sam cijeli zaoperiran. Stvarno? Obje noge, da. Imao sam rekonstrukciju. Imao sam ozljedu prije prošle zime. Da. I sad sam išao na rekonstrukciju obje patele, vidio. Ovo. Šta i... Ovo je prije bilo. Otvorili su mi ovu pa su mi stavili na ovo. Zdravio bolesno. Tako dobro, sad ću biti za jedno mjesec i po dana sam. E, doće nam još jedan gospodin, dobro. On je bio 400 na ATP-u. I on je predsjednik Slovenskog tenskog savjeta, ali isto nije igrao, pa ćemo iz košare malo da radite da može, se... Može, nema problem. Jel on igrao, on je jučer. So, welche eine Ehre. Quart 1 wird gespielt. Jetzt habe ich gerade gehört, dass ich nicht die Stunde allein habe, sondern die ehemalige 400 der ATP-Tour. Bin schon gespannt, was der Sanjin wieder für Geschichten da erzählt. Schau mal, ich freue mich schon wirklich extrem. Setze die Anlage. Wow. Also ich war, jetzt muss man sagen, jetzt sind eigentlich nur zwei Plätze besetzt. Am Vormittag, wie ich hierher gekommen bin, waren wirklich alle Plätze komplett voll. Alle Plätze voll, schau dir das an. Naja, und schauen wir, wie es jetzt dann am Nachmittag ausschaut. Also. Dobrimo, kako to izgleda. Meni sve Njemci, četvero člana biće, svi igraju tenis, svi dobro igraju tenis. A ono, pa kao što
meni, meni će 800 eura košta PCR-ovi. Pa kure, ne, ne, ne. Pa nekad ne traže ništa. Ili, ili dovoljno, bilo što, bilo koji test. Moraš onaj... Znam, ali imate da ima stres, to se ukupno priča. Da, to. Ano, ne daj se. Da. Nije niko toliko umoran od... Niko mi ne radi ništa god dana, znam što što. Ono, eto. Sreća se samo što trgovino odići. So, meine lieben Tennisfreunde, ich habe jetzt diese eine Stunde Hardcore-Tennis hinter mir. Der Sanjin, der Tennistrainer, vielleicht habt ihr gesehen, der hat mich gehetzt. Unglaublich. Liegt wahrscheinlich aber auch am Tempo vom Partner. Das war wirklich jetzt der, der Verbandspräsident vom slowenischen Tennisverband. Ehemalige, angeblich, weiß ich nicht, 400 der ATP-Tour. Aber ich hoffe, ihr habt es zumindest ein bisschen genießen können, wer bis zum Schluss geschaut hat, auch wenn ihr selber noch nicht die Möglichkeit habt zum Spielen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme zumindest ein paar Minuten sonnigen Tennis aus Umag hier für euch alle auf und wünsche euch auf jeden Fall viele, viele Grüße hier aus dem sonnigen Umag. Und ich hoffe, dass wir uns möglichst bald alle gemeinsam wieder, wo auch immer, am Tennisplatz sehen. In diesem Sinne, viele Grüße und bis bald.